schon alles kaputt hier war. Da ist noch Leben. Okay, brauche ich gar nicht. Dann mach auf hier. Ich werde die Sicherheitsverriegelung deaktivieren. Warten Sie hier. Na toll. Anstatt dass mal irgendwas unternommen wird, um einfach diese Flat hier fernzuhalten. Nein. Werde ich noch eingesperrt. Alter, weiter. Das nimmt ja euch kein Ende hier mit denen, ne? Puh. Ein paar Granaten dahin. Ab und zu muss man auch mal nachladen. Das halt auch nicht vergessen. Ah, jetzt kommen die Wächter an. Wo ich ja alles weggeballert habe. Die Tür, ach nee, die Tür ist aufgegangen. Deswegen kamen die Wächter dann auf einmal. Wow. Dass ich mal extra Punkte dafür bekomme, dass ich so viele mit der Handgranate in die Luft gejagt habe. So. Deshalb bleibe ich bei den Wächtern, dass sie mir immer schön folgen. Und nicht wegen was anderem beschäftigt sind. Euer Job. Vielleicht blutet gleich doch einer. Ich habe wieder nicht getroffen. Warum kriege ich die Viecher nicht? Platsch. Die Wackelköpfe. Die Wackelköpfe da. Die sehen aus. Mal hier in die Fresse. Warte, nimmt ja gar kein Ende hier. Immer wieder neue. Vielleicht auch einfach weitergehen. Ich glaube fast schon. Ah, da ist ein Aufzug. Drauf auf den Aufzug. Puh. Haben wir es jetzt bald mal? Das heißt immer dreimal dasselbe Level. Vierter Stock, Werkzeug, Waffe, Schlüssel für Superwaffe. Dreimal derselbe Driss. Vom Weg her. Also in den Gebäuden ist total lame. Autsch, 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 autsch. Er regnet immer schön Konfetti hier, ne? Aber die brauchen ganz schön lange, bis sie mal so einen kleinen Flat kaputt haben. Da hätten wir ein bisschen effektiver werden müssen. Das ist ja verschwunden. Habt ihr schon gesehen? Kannst deine Sporenbrut schön rauslassen. Die Wächter kümmern sich darum.
kam doch gerade irgendwas raus. Wo soll es denn hingehen? Kommt wieder so irgendwie angesprungen. Boom. Hier lag halt noch eine Splittergranate. Deswegen habe ich gedacht, komm mal, die auch mal verwenden. Oder nicht? Hier lag doch noch eine. Ja, da haben wir sie. Okay, gehen wir mal wieder weiter. Sonst spawnt das hier ganz halt nach und wir warten kill nur, ohne dass irgendwas dabei rumkommt. Irgendwann, ich soll in die. Hä? Achso, ich soll runtergehen. Dann gehen wir mal hier runter. Die das wollen, die werden schon wissen, was sie wollen. So. Die Großen nicht auch mal kaputt gehen durch so eine Handgranate einfach. Ja, Kolben. Hat doch eben mal so gut funktioniert. Warum klappt das jetzt nicht mehr? So, Splittergranate habe ich nur noch eine. Also nehmen wir wieder Plasmagranaten. Wo sind denn die ganzen Wächter wieder hin? Die wieder beschäftigt. Muss ich hier mal was machen? Nein. Autsch. Da ist der. Hier ist doch ganz halt einer mit der Pumpgun. Wo ist denn der? Hab ich ihn die ganze Zeit gehört. Ey, jetzt habe ich extra so eine Granate genommen, die kleine hier. Alter. Und dann hat die scheiß Granate nicht mal getroffen. Der Durchgang ist offen. Warum sagt mir das denn keiner? Kann ich auch weiterlaufen? Bin ja eh auf mich gestellt. Keine Wächter mehr. Immer derselbe Weg. Lasst euch doch mal einen Ticken was anderes einfallen. Die Flats sind schon dabei, ihr Schiff zu reparieren. Ihre paradiesische Natur kommt über ihre Intelligenz hinweg. Verdammt! Diese Dinger haben ein Schiff. Diese Dinger haben Intelligenz. Und das Ding da wieder. Oh, scheiße. Jetzt brauchen wir eine andere Waffe. Hier muss es rumsen. Ist jetzt endlich mal Ruhe hier. Da ist noch einer. Meine Fresse. Warum ist einer? Bestimmt sind diese Flat halt einfach die Waffe. Die eine Bio-Waffe, die ganz schön nach hinten losgegangen ist. Alter! Haut ab! Mich in Frieden! Könnt ihr euren Ring ja wieder haben.
will euren blöden Ring gar nicht haben. Geht das jetzt wieder abwärts? Die Energieschranke um den Index wird deaktiviert, sobald wir das Erdgeschoss erreichen. Ah, jetzt kommen wir an das Ding da dran. Sie haben jetzt Zugriff auf den Index. Und der sagt mir was? Ist eine Inventarliste hier, wie viele von den Viechern da sind oder was? Ich nehme den Indexwert des Transports an mich. Organische Lebensformen sind für Infektionen anfällig. Der Index darf nicht in die Hände der Flat gelangen, bevor wir den Kontrollraum erreichen und die Einrichtung aktivieren. Die Flat breiten sich aus, also Tempo. Also jetzt müssen wir wieder zurück zum Kontrollraum. Meine Güte. Reaktivieren Sie die Waffen im Zentrum von Halo. Und die Wahrheit, ja, toll. Das war jetzt durch die ganz tollen Achievements nicht zu lesen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist jeder Organismus, der genug Masse und kognitive Fähigkeiten hat, ein potenzieller Überträger? Stimmt etwas nicht? Du hast der Roboter. Nein. Gut, wollen wir? Also die künstliche Intelligenz meine ich. Aber praktisch, dass er uns hier hingebeamt hat. Sparen wir uns den ganzen Weg. Leider hat sich meine Nützlichkeit nun erschöpft. Das Protokoll gestattet es Einheiten meiner Klasse nicht, eine so wichtige Aufgabe wie die Vereinigung des Index mit dem Kern auszuführen. Dieser letzte Schritt ist der Ihre, Reclaimer. Merkwürdig, das ist sehr unerwartet. Ach, wirklich? Cortana. Ich war die letzten 12 Stunden hier drin und habe zugesehen, wie Sie diesem Ding helfen, unser Grab zu schaufeln. Er ist ein Freund. Oh, das war mir nicht klar. Ein Kumpel. Sehr schön. Ist Ihnen klar, wozu er Sie beinahe gebracht hätte? Ja. Zum Aktivieren von Halo und Vernichten der Flut. Dazu haben wir den Index in den Kontrollraum gebracht. Im Ernst? Eine künstliche Intelligenz im Kern? Das ist völlig inakzeptabel. Klappe halten! Wie unverschämt! Ich werde sie löschen! Vielleicht keine gute Idee. Wie können Sie es wagen? Wagen? Ich habe den Index. Und jetzt die Leine. Genug! Die Flut breitet sich aus. Wenn wir Halo aktivieren, löschen wir sie aus. Sie wissen nicht, was der Ring tut, stimmt's? Wozu er gebaut wurde. Halo tötet nicht die Flood, sondern ihre Nahrung. Menschen, Allianz, alles. Wir sind alle essbar. Die Flood stoppen nur, wenn sie keine Nahrung haben. Und genau dafür sorgt Halo. Die Auslöschung allen empfindungsfähigen Lebens. Fragen Sie, los! Das ist keine Alternative für uns. Stimmt das? Ungefähr. Technisch gesehen hat der Impuls einen Wirkungsradius von 25.000 Lichtjahren. Da die anderen folgen, gibt es in der Galaxis kein Leben mehr. Zumindest kein Leben mit genügend Biomasse, um die Flat zu ernähren. Aber das war Ihnen ja klar. Oder etwa nicht? Da fehlte wohl ein Detail. Wir haben die Eindämmungsvorschriften genauestens befolgt. Sie haben mich bei jedem Schritt durch diese Krise begleitet. Chief, ich orte Bewegungen. Warum zögern Sie? Sie haben es doch schon getan. Wir müssen weg. Sofort. Letztes Mal fragten Sie mich, was würde ich an Ihrer Stelle tun, wenn ich die Wahl hätte? Meine Antwort lautet nach wie vor. Es gibt keine Wahl. Wir müssen den Ring aktivieren. Wir müssen weg. Wenn Sie nicht helfen, suche ich mir einen anderen. Ich benötige den Index.
Geben Sie mir die künstliche Intelligenz oder ich muss sie mir nehmen. Kommt nicht in Frage. So sei es. Kopf aufbewahren, Rest beseitigen. Achtung! Toll. Da habe ich eine Knifte jetzt hier. Warum habe ich jetzt so eine komische Alien-Knifte? Na. Getroffen. Der Illuminat darf Halo nicht aktivieren. Wir müssen ihn stoppen. Wir müssen Halo zerstören. Nach Analyse der verfügbaren Daten glaube ich, dass die beste Vorgehensweise etwas riskant ist. Eine ausreichend starke Explosion wird den Ring destabilisieren und ein paar Primärsysteme lahmlegen. Doch die Detonation muss auf jeden Fall stark genug sein. Es dürfte ausreichen, wenn die Fusionsreaktoren eines Sternschiffes den kritischen Zustand erreichen. Okay, ich sehe aber... Ich werde prüfen, was vom Gefechtsnetz der Allianz noch übrig ist. Mal sehen, ob ich die Absturzstelle der Pillar auf Ortem ausmachen kann. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Achso, ich habe die Terminal aktiviert. Ich wollte nicht nachladen. Tu die Scheiße da weg! Für das Lesen! And if the full array was tuned and activated by Installation 00, the harmonics of the overlapping waves would magnify that effect exponentially, cascading to cover every known star system. And that only considers the firing of a mere 7 halos. Had the original 12 rings survived to see use, sterilization would spread far farther than most Forerunners ever feared we could reach. Even with just 7 rings, we were able to destroy every side of the planet, and every other sentient creature along with it. This victory was the will of our people, despite the fact that it meant our own end as well. But by our empiric measurement, it was a victory, and cleared the stage for the rest of the librarian's plan. I sometimes wonder whether the Didact could have succeeded at a much smaller cost. I know the folly of opposing him personally, and his brilliance was unsurpassed. Except, perhaps by her own. He never got the chance to fully execute his proposal. The Council saw to that. But if something were to go wrong with one of the halos, if our tools were ever turned against us... Long plans, indeed. Finde ich ja echt mies, dass die da, diese doofen Achievements reinpacken. Wenn die Reaktoren des Schiffs noch brauchbar sind, können wir sie benutzen, um Halo zu zerstören. So. Jetzt nochmal auf Anfang. Wir können jetzt, glaube ich, denke ich mal skippen. Weil wir zumindest den ersten Satz mal noch lesen können, da. Also die effektive Reichweite dieser Installation. Okay. Gut. Ja, kann man natürlich machen, ne? Man von nicht einfach alles leben. Aber wenn natürlich die Alternative ist, dass diese Float alles Leben ist, was ist, dann ja, kann man das auch machen. Aber wir würden ja gerne versuchen, das Problem so zu lösen. Mit genug Feuerkraft. Das ist die Allianz heimlich, oder? Hey, warum schießt ihr denn auf mich? Ah!
So, ich habe gar keine Munition mehr.